stehen. Ja, kann man nicht sagen. Oh, yes. They gave you the bread. Yeah, no problem. I said no bread. I told them to put a chicken tender, yeah? It was really good. Yeah? No problem. Thank you. Jetzt gehen wir in ein Café, wo wir schon gestern, vorgestern waren. Das Café heißt Ibiza und das ist wunderschön. Das ist eh bald vorbei. Ein paar sagen, sie hätten gesehen, wie sich ihr Kopf so gern gedreht hätte. Aber das ist nur ein Gerücht. Andere schwören, sie hätten gesehen, dass ich sie geschubst hätte. Und das ist ein viel schlimmeres Gerücht. So.
So, wir machen uns jetzt fertig und wir haben ein Auto gemietet. Und zwar fahren wir nach Palma in die Hauptstadt und zu einer der berühmtesten Strände hier auf Mallorca. Estrens heißt der Strand. Ich glaube, ich habe es aber falsch ausgesprochen. Es heißt eigentlich Estrenc, sowas. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so viel mit euch kommuniziere. Das werde ich ändern. Und auf jeden Fall, die letzten zwei Tage ging es mir sehr schlecht, weil ich einen leichten Sonnenstich hatte. This is a Ryan Little production. Ich glaube, ich bin die schlechteste Vloggerin hier. Ich habe das Gefühl, dass dieser Vlog nicht so gut sein wird. Und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ich weiß nicht, ich fühle es. Ehrlich gesagt, ich fühle es einfach nicht. Auch vielleicht, weil wir immer dasselbe machen. Aufstehen, frühstücken, Strand, Pool, schlafen. Und jeden Tag dasselbe. Aber ich hoffe, ich mache das Beste daraus. Ich erkläre jetzt einiges, was wir gemacht haben. Gestern habt ihr gesehen, wir waren in der Hauptstadt in Palma. Danach sind wir weiter nach, also zu diesem Strand Estrenc gefahren. An sich war er wirklich schön, nur zu viele Leute. Man liegt wie Sardinen nebeneinander. Und das Meer war auch irgendwie schmutzig, aber jetzt nicht. Jetzt nicht irgendwie, dass die Menschen ihn beschmutzt haben, sondern einfach irgendwelche Holzstücke, irgendwas eben vom Meer. Da waren wir vielleicht 2 Stunden und dann sind wir wieder zurück. Dann waren wir gestern was essen und dann war ich Shisha rauchen. Und ja, dann habe ich mich dann wieder hingelegt. Heute, ich komme jetzt gerade vom Frühstück und wir gehen zum Strand, zum Pool. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich bis jetzt irgendwas habe, damit der Vlog irgendwie gescheit ausschaut. Oh, 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 oh
zwei Minuten umsonst geredet. Ich dachte, ich nehme auf. Und zwar ist es heute hier unser letzter Abend. Morgen fliegen wir weg. Morgen können wir noch den Pool benutzen. Also ich will, Strand wird mir alles irgendwie zu stressig dann, weil wir müssen um 12 schon auschecken.